So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Beim letzten Mal waren wir bei Mankenis, da habe ich den, ja, da habe ich ihn besiegt, da habe ich Doc mitgeholt, habe mich entleert und jetzt geht's zu Vault 81. Das ist unser nächstes Ziel, beziehungsweise unsere nächste Mission hier zu Vault 81. Da gibt es nämlich auch noch ein paar coole Quests zu erledigen. Und das machen wir jetzt mal ganz einfach mal. So, wir nehmen natürlich da das mit. Drücke da mal drauf, dass es mal aufgeht, das Tor. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Lass mich rein, verdammt. Ihr wollt mich nicht zum Feind haben. Es reicht. Hoffentlich röstet dich die Strahlung da draußen. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Machen wir so. Aber ich bin auch ein Vault-Bewohner. Könnt ihr mich nicht reinlassen? Entschuldigung. Bevor du kamst, hat er gesagt, dass er aus Vault 111 kommt. Und er besitzt einen funktionierenden Pip-Boy. Ist das so? Yep. Ich werde es erlauben. Edwards, öffne die Tür und mach die Durchsage. Offizier Edwards und ich treffen dich am Eingang. Geht's gleich auf die Tür. Ich hab öffne dich. Komm hier jetzt hin. Sie brauchen eine Pause. Alle, du solltest mal bei Horatio vorbeischauen, wenn du schon mal hier das bist. Weiß ich nicht. Im Commonwealth gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid, aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher, willkommen in Vault 81. Wir haben noch nie einen Bewohner aus einem anderen Vault. Bist du jetzt bereit zu reden? Wir haben noch nie einen Bewohner aus einem anderen Vault getroffen. Ist dieser Vault 111, von dem du sprichst, noch funktionstüchtig? Nein. Nein, nicht mehr. Tut mir leid, das zu hören. Was ist dort passiert? Ist etwas schiefgelaufen? Yep. Sie hatten uns in Kapseln in einen Kälteschlaf versetzt. Aber es gab eine Fehlfunktion. Oh mein Gott, all diese Leben verloren wegen einer Fehlfunktion? Unfassbar. Ich denke, wir hatten Glück. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Beeindruckend, dass du den Vault so lange erfolgreich am Laufen gehalten hast. Danke, das habe ich dem Aufseher vor mir zu verdanken. Hier wären einige anderer Meinung. Sie glauben, dass es ein Fehler war, dem Commonwealth die Türen zu öffnen. Interaktion ist eine gute Sache. Das Commonwealth verbessert sich. Das habe ich auch gehört, aber der Weg ist noch sehr weit. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit dem Hund? Ich erlaube es. Der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Wunderbar, da geht's mal hier hin. Keine Anzeichen von Strahlung. Beeindruckend. Hey, ja. Was machst du denn hier oben? Ashes, wo willst du hin? Ash! Verdammt, das wird Aaron nicht gefallen. Wir haben hier einen Friseur, falls du einen brauchst. Was ich damit ich brauche keinen Friseur. Waschlücke ist heute auch noch auf? Oder hängen wir da jetzt irgendwo fest?
glaube, wir hängen irgendwo nicht fest. So. Hey, Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja. Ja, das bin ich. Wusste ich's doch. Hey, ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Okay, einmal die Führung bitte, Austin. Hier sind die Kronkorken. Super! Ich muss dich Aaron zeigen, die dreht durch. Komm mit, wir fangen hier an. Da machen wir die Führung durch Vault 88, Vault 81. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel. Deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Gut zu wissen, Austin. Danke. Ich hab dir doch gesagt, dass ich was weiß. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und Raider. Wetten, dass du auch gegen Raider gekämpft hast? Jo, millionenfach gegen Raider gekämpft. Und hab kleine Kinder so wie dich noch umgebracht. Aha. Irgendwie hängt es jetzt. Hallo? Aha. Ich glaube, der Dialog hängt irgendwie. Hello. Ah. So jetzt. Die sind dort oben beschäftigt und wollen nicht gestört werden. Sie stellt Regeln auf, aber sie ist nett. Ich mag sie. Aufseher wie? Irgendjemand muss ja das Sagen haben. Nun, wenn du sie brauchst, weißt du jetzt, wo du sie findest. Nächster Halt, Diner. Da gehen wir jetzt runter. Dort ist das Diner. Hier essen alle. Manchmal ist es hier richtig voll. Aber die Somersets sind echt nett. Du wirst sie mögen. Aber die streicht ohne Farbe. Cool, cool, hä? Hallo, Austin. Wie ich sehe, führst du unseren Besuch aus dem Commonwealth herum. Ja, Ma'am. Das ist das Sunshine Diner. Oma sagt, dass sie hier aus ihrer harten Arbeit Schweinefutter machen. Mr. und Mrs. Somerset führen das Diner. Sie sind sehr nett. Mrs. Somersets Törtchen sind die besten. Ich komme her, wenn ich hungrig bin. Mir gefällt es hier. Ich heb dir ein Stück Kuchen auf, Austin. Nächster Halt, Horatio. Ich hab dir gesagt, dass sie nett sind. Magst du deine Haare? Ich mag meine. Aber ich hasse das Kämmen. Oma zwingt mich dazu. Ich glaube, dem seine Eltern sind gestorben, weil er immer sagt, Oma, Schatz, Mama und Papa. Austin, deine Haare sind wie ein Maulwurfsrattennest. Hier schneidet Horatio den Leuten die Haare. Aarons Mutter kommt ständig her. Und Oma fast nie. Aber sie zwingt mich, meine Haare schneiden zu lassen. Das ist unfair. Wenn ich eine neue Frisur brauche, komme ich hierher. Ich hasse es, wenn meine Haare geschnitten werden. Nächster Halt, Oma. Lass uns zu Oma gehen. Ich lebe bei ihr. Aber sie ist nicht meine echte Großmutter. Meine Eltern sind gestorben, als ich ganz klein war. Also jetzt wissen wir's. Dass dem seine Eltern gestorben sind, wo er noch kleiner war. Hallo Oma. Austin, was machst du denn hier? Belästigst du unseren Besuch aus dem Commonwealth? Ich belästige ihn nicht. Ich helfe ihm. Das ist Oma. Sie kümmert sich um mich. Du kannst sie Dr. Pensky nennen. Sie tut so mürrisch, aber eigentlich ist sie nicht so. Das sagst du. Sie leitet unser Hydrokulturlabor. Von dort kommt unser ganzes Essen. Gut zu wissen. Sie kümmert sich sicher gut um dich. Ja, wenn sie es nicht vergisst oder zu beschäftigt ist. Pass bloß auf, Junge. Nächster Halt, Miss Katie. Komm schon, beeil dich! Wir müssen zur anderen Seite vom Board. Ich zeig dir, wo ich zur Schule gehe. Wetten, dass du nicht zur Schule gehen musstest? Doch, ich musste zur Schule. Ich war sogar bei der Armee.
So, jetzt zeigt er noch ihre Schule. Hier ist die Schule. Miss Katie leitet sie. Meistens ist es langweilig. Aber Oma sagt, ich soll trotzdem hingehen. Deine Oma ist eine kluge Frau, Austin. Gut zu wissen, dass alle Kinder unterrichtet werden. Wenn du das sagst. Nächster Halt, Krankenhaus. Gehen wir runter. Ich zeig dir die Klinik. Doc Forsyth und Rachel sind okay, denke ich. Aber ich gehe nur hin, wenn es sein muss. Oder Oma mich dazu zwingt. Okay. So, da ist das Krankenhaus. Das ist unser Krankenhaus. Wenn man verletzt ist oder es einem schlecht geht, kann man herkommen. Dr. Forsyth sagt, ich darf ihn oder Rachel während der Arbeit nicht stören. Entschuldigung für Lisa. Gut, ich komme nicht mehr zurückhalten. Wenn ich Hilfe brauche, komme ich her. Hoffentlich hast du nichts gegen Nadeln. Hier drin wird man oft gepiekt. Jetzt gehen wir zu Erin. Sie wird überrascht sein, wenn sie dich sieht. Komm schon, hier lang. Erin und ich verbringen viel Zeit miteinander. Sie hätte mir nicht geglaubt, dass ich dich herbringen würde. Wo habt ihr alles gewusst, dass ich komme? Wo habt ihr das gewusst, dass ich komme? Aber Junge, lauf ein bisschen schneller. Tut mir leid, aber musste mal sein. Erin, guck mal, wer hier ist. Der Besuch aus dem Commonwealth. Wow, du bist wirklich aus dem Commonwealth? Ja. Ja, das bin ich. Wow, jemand aus dem Commonwealth. Das ist so cool. Wir hatten schon lange keinen Besuch mehr. Vielen Dank, dass du meine Tour mitgemacht hast. War cool, dich allen zu zeigen. Sehr gut, neues Level up. Ich kann nicht mehr leveln. Hast du meinen Kater gesehen? Ash ist verschwunden? Ich glaube, er hat den Vault verlassen. Ich habe ihn gesehen, als ich herkam. Den Vault verlassen? Oh, bitte bring ihn zurück. Bitte. Niemand sonst würde rausgehen, um ihn zu suchen. Ich suche nach ihm. Ich finde ihn jetzt mal aber beim nächsten Mal. Ist ein süßer grauer Kater. Ich will nur, dass er nach Hause kommt. Ich wünsche euch noch ein restliches Wochenende. Tschüss, euer Christoph D6 nachts. Ciao.